Ab heute läuft hier bei uns der große Tooltime-Wettbewerb für Songtexter. Unsere Titelmelodie hat seit Ewigkeiten keinen Text. Klaus? Tja, und eine Titelmelodie ohne Text ist wie, naja, wie Als Mom ohne Damenbart. Was ich sagen wollte ist, dass Detroits profilierteste Liedermacher unwahrscheinlich scharf auf den Ruhm sind, dass ihr persönlicher Text die Zierde der Tooltime-Melodie wird. Ihr habt richtig gehört, es gibt keine Kohle dafür. Heidi, erzähl mal, wie der Wettbewerb funktioniert. Die Künstler fangen einfach an zu singen und in dem Moment, wenn uns nicht gefällt, was wir hören... Ist Feierabend. Und hier kommt schon unser erster Sänger. Er ist Parkettverleger. Wesley Waller. Vielen Dank. Also dann. Na los, Wesley, mach uns den Presley. Here's a song about two time. It's here now. Here's a song about two time. And here it is. Here's a song about two time. Here's a song. Here is the... Und hier ist der Tooltime-Gong. Liebe Freunde, ich bitte um einen Tooltime-Applaus für die Flanellos. Endlich mal ein paar attraktive Männer. Ja, für Frauen, die auf behaarte Inselbewohner stehen. Wo sind die Instrumente, Jungs? Oh, wir brauchen keine. Wir singen a cappella. Everyone gets set for tool time. Wrenches. Everyone gets set for tool time. Ratchets. Circular, 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 circular. Ich muss sagen, die Jungs sind wirklich toll. Tja, mein Glückwunsch, Leute. Damit seid ihr schon mal im Halbfinale. Halbfinale! Ihr seid toll. Wir sind toll. Ich sehe euch ja noch. Du siehst uns noch. Also mir reicht's. Also ihm reicht's. Unsere nächsten Künstler sind eine Rap-Gruppe und sie lieben unsere Sendung. Ladies and Gentlemen, Applaus für LL Cool J und Grandmaster Binford. Yo, Tim's in the house, rock the house. Yo, Tim's in the house, rock the house. Say Tim's in the house, rock the house. You say Tim's in the house, wreck the house. If you got a nice place and you want it kept, then bam, Mr. Tim, just he's an ass. He'll blow off your roof and destroy your kitchen. And next thing you know, your girlfriend's bitchin'. Cause Tim is in the house, wreck the house. Hey Mann, was soll der Scheiß? Wer dem Boss nicht gefällt, wird vom Platz gestellt. Jetzt sind es nur noch 16 Stunden, 37 Minuten und 45 Sekunden, bis du nach Costa Rica fliegst. 44 Sekunden. Randy, vielleicht sollten wir unsere letzten gemeinsamen Momente nicht damit verbringen, unsere letzten Momente zu zählen. Du hast recht. Weißt du, ich kann einfach nicht glauben, dass du ein ganzes Jahr lang da bleibst und ich nicht mitkommen kann. Ich weiß. Als wir damals diese Idee hatten, habe ich mir vorgestellt, wir beide würden zusammen im Regenwald arbeiten.
dass wir unsere Vormittage damit verbringen, gefährdete Arten zu schützen. Und die Nachmittage damit, Kotproben zu sammeln. Ja. Es ist doch bloß ein Jahr. Das geht vorbei wie im Flug. Ich weiß, ich weiß. Aber du wirst mir sehr fehlen. Du wirst mir auch fehlen. Randy, versprichst du mir etwas für die Zeit, in der wir beide uns nicht sehen? Da mach dir mal keine Sorgen. Ich werde alle anderen Mädchen ignorieren. Außer vielleicht Tiffany Tucker, die diesen süßen Leberfleck in der Form von Idaho hat. Es muss sehr schwer sein, sich für ein ganzes Jahr zu verabschieden. Es sieht aus, als würde schon der Kuss ein Jahr dauern. Ich gebe es nur ungern zu, aber es freut mich unheimlich, dass Sie ihn bei dem Programm nicht genommen haben. Ich fände es schlimm, wenn mein Kind in einem Dschungel in Mittelamerika leben würde. Ich glaube, für Lauren wird das eine tolle Sache. Sie kann in der Sonne rumlaufen, Kaffee pflücken und wenn sie dann zurückkommt, ist sie schön braun und immer wach. Tja, das wär's dann also. Lauren ist weg. Wie geht's dir? Ich bin ein bisschen traurig, aber es geht. Hey, na klar bist du traurig. Was du jetzt brauchst, ist etwas, das dich ein bisschen ablenkt, okay? Weißt du, als meine Freundinnen damals in den Dschungel abgehauen sind... Naja, wenn ich was Trauriges erlebe, dann arbeite ich einfach an meinem Auto. Wenn du irgendwas erlebst, arbeitest du an deinem Auto. Das Verrückte ist, es war meine Idee, dass wir beide uns für dieses Programm bewerben und jetzt... ist sie weg und ich muss hier bleiben. Für sowas gibt's immer einen Grund. Vielleicht war das Laurens Bestimmung. Ja, richtig. So läuft das im Leben. Die Frauen werden immer bevorzugt. Was machst du da? Das wird so eine Art von Erinnerungsalbum für Lauren. Jeder Gegenstand symbolisiert eins unserer gemeinsamen Erlebnisse. Pasta? Ja, die stammt von unserem ersten Date. Gut, dass ihr keinen Fisch gegessen habt. Ich werde dir das nach Costa Rica schicken, damit sie da unten etwas hat, das sie an mich erinnert. Das ist echt nett von dir, Randy. Hier, kleb das auch rein, Mann. Was hat das denn für eine Bedeutung? Keine, ich habe nur keinen Bock, zur Mülltonne zu gehen. Hallo? Ja, hier ist Randy Taylor. Das gibt's nicht. Oh, das ist ja unglaublich. Wann? Das ist ja toll. Ich sag sofort meinen Eltern. Haben Sie vielen Dank. Okay, wiederhören. Das ist genial. Lauren und ich werden uns bald wiedersehen. Was? Die haben die jetzt schon gefeuert? Nein, ich darf auch nach Costa Rica. Was? Ja, irgendwer hat auf den Job verzichtet und ich kann für ihn einspringen. Was? Die erwarten von dir, dass du einfach die Koffer packst und fliegst? Ja, na klar. Ich werde bei einer Familie in San Ramon wohnen. Und das ist ganz in der Nähe von Lawrencedorf. Ich fliege am Samstag. Du kannst nicht am Samstag fliegen. Wieso denn nicht? Tja, weil das der Tag vorm Tag des Herrn ist. Brauchst du nicht ein bisschen Zeit, um dich vorzubereiten? Ja, du musst Dschungelkleidung kaufen, du musst dich impfen lassen. Du brauchst kostarikanische Schraubenzieher. Leute, ich weiß, das wird ziemlich stressig, aber ich schaff das. Seid ihr auch wirklich einverstanden? Klar, da kannst du Bananen futtern ohne Ende. Ja, wir freuen uns für dich. Wir sind, wir begeistert. Finden das ganz toll, Schatz. Ich geh dann mal packen. Wir sind begeistert, ja. Wirklich. Oh Gott, ist mir schlecht. Mein Sohn fliegt in ein fremdes Land und ich sehe ihn erst in einem Jahr wieder. Warum waren wir mit der Sache überhaupt einverstanden? Weil da am Anfang hunderte von Bewerbern waren. Und auf einmal wollen die ihn haben. Ich glaub's einfach nicht. Hör mal, wenn du meinst, er soll hierbleiben, dann verbieten wir es ihm einfach. Das geht nicht. Dafür würde er uns hassen. Er ist ein Teenager. Er muss uns hassen. Nein. Wieso? Wir müssen ihn fliegen lassen. Fertig. Seine Freundin ist da und die beiden sind unheimlich engagiert. Es ist sein Herzenswunsch. Na und? Als er 8 war, war sein Herzenswunsch ein Pony und das hat er auch nie gekriegt. Ja, wenn wir es ihm geschenkt hätten, würde er jetzt vielleicht nicht nach Costa Rica fliegen. Den Ponyzüchter kenne ich noch. Mit dem kann ich handeln. Aber jetzt will er bestimmt ein Pferd, oder? Poncho, Wanderstiefel, Kompass, Mückenspray. Was habe ich bloß vergessen? Hast du Unterwäsche? Aber klar. Na, logisch habe ich Unterwäsche. Glaubst du etwa, ich bin ein Idiot? Okay, ich bin ein Idiot. Tja, ich wette, du freust dich schon, da unten mit Lauren mal ganz allein zu sein, hä? Brad, da wird nicht viel laufen. Laurens Anstandsdame ist 1,80 groß, wiegt 250 Pfund und ist wahnsinnig streng.
Ich find's echt cool, dass du da runterfliegst, um den Regenwald zu retten. Du hältst mich deshalb doch wohl nicht für verrückt, oder? Nein, ich halte dich nicht für verrückt, aber das wird bestimmt eine komische Sache. Denn wenn du wieder zurückkommst, werde ich schätzungsweise schon aufs College gehen, weißt du? Ja, in diesem Jahr hätten wir beide nochmal richtig um die Häuser ziehen können. Ja, wir hätten wilde Partys feiern können. Naja, ich mach mir nicht viel aus Partys, aber... Tja, auf jeden Fall hätten wir Mark foltern können. Ja, das wird mir mit Sicherheit ziemlich fehlen. Aber wenn du willst, kann ich dir eine Ladung kostarikanisches Juckpulver schicken. Wenn du das machst, schicke ich dir ein paar Fotos von Marks Ausschlag. Hey Männer, worüber sprecht ihr? Wir unterhalten uns gerade über kostarikanisches Juckpulver. Hey, ich glaube, ich muss gleich sauer werden. Zu meiner Zeit hat man nur gutes amerikanisches Juckpulver benutzt. Ja, in meiner Jugend war ich stolz auf die Produkte meines Heimatlandes. Gut, ich schreibe einen Brief an meinen Abgeordneten. Prima Idee. Und beschwer dich bei ihm auch gleich über den Import dieser falschen Plastikkotze aus Japan. Da sind Sojabohnensprossen drin, was soll der Blödsinn? Jetzt weiß ich, wem ich meine Weltbürgergesinnung verdanke. Da hast du verdammt recht, Mann. Brauchst du Hilfe? Nein, ist schon alles gepackt. Ach, die Regenjacke. Ich brauche noch eine Regenjacke. Glaubst du, Mom kann mir eine besorgen? Die wird sie bestimmt am liebsten selbst nähen und sie dir mit dem Flieger bringen. Wie meinst du das? Tja, weißt du, es macht dir eine Menge aus, dass du uns verlässt. Davon hat sie mir gar nichts gesagt. Sie wird auch nichts sagen. Kein Wort, aber sie ist... ziemlich besorgt, weil du so weit weg sein wirst. Dad, das ist doch nicht so schlimm. Es ist, als ob ich ein Jahr in einem Ferienlager wäre. Abgesehen davon, dass du da nicht Federball spielst, sondern dich Fische und Spinnen fressen. Ganz zu schweigen von der Gefahr eines gewaltsamen Umsturzes. Dad, Costa Rica ist das mit Abstand stabilste Land in Mittelamerika. Ja, das sagte man auch von Nicaragua. Aber man hat die armen Schweine da unten sämtlicher Grundrechte beraubt. Man kann da unten nicht mal einen Chevy Big Block kaufen, weißt du das? Und das beunruhigt Mom aus welchem Grund? Ich will dir nur sagen, dass sie besorgt ist. Das musst du wissen. Klar, sie ist... Der Gedanke, dass du so weit weg sein wirst, frisst sie auf. Wenn Mom das so fertig macht, warum hat sie mir dann überhaupt erlaubt, mich für das Programm zu bewerben? Wenn sie gewusst hätte, dass sie das fertig macht, hätte sie das niemals zugelassen. Warum sagst du mir das erst jetzt, Dad? Ich fliege morgen. Ich dachte nur, es würde dich vielleicht interessieren, wie sich deine Mom dabei fühlt. Das ist alles. Oh, das heißt also, entweder verzichte ich auf die Chance meines Lebens oder meine Mom wird ein Fall für die Psychiatrie? Immerhin hast du eine Auswahl. Tada! Das habe ich im Campingladen gekauft. Der optimale Mückenschutz. Wie findet ihr ihn? Der optimale Mückenschutz? Toll, dann bin ich der einzige Junge in Detroit, der sowas trägt. Was soll das denn heißen? Du hast es geschafft. Ich fliege nicht nach Costa Rica. Was? Wieso nicht? Frag doch mal deinen Botschafter. Was war hier eben los? Alles okay. Der regt sich wieder ab. Die gute Nachricht ist, dein Sohn kauft sein Juckpulver auch weiterhin in diesem Land. Nochmal von vorn. Randy fliegt nicht nach Costa Rica, weil du ihm eben gesagt hast, ich wäre besorgt wegen Spinnen und Fischen. Und dass es dich quälen wird, wenn er so weit weg ist. Ich habe alles abgehakt, aber du brauchst mir nicht zu danken. Doch, danke. Genau, das wollte ich hören. Tim, ich mache mir wirklich Sorgen, weil er so weit wegfährt, aber ich habe dir gesagt, das wird er nicht bremsen. Deshalb habe ich ihn für dich gebremst. Aber es ist unwichtig, wer ihn gebremst hat. Die Hauptsache ist, der Junge bleibt hier. Also? Muss er auf ein faszinierendes Abenteuer verzichten und die böse Frau, die ihm das vermasselt hat, bin ich. Ich hab gedacht, es gefällt dir, wenn ich mal was repariere. Tim, hier geht's nicht um einen tropfenden Wasserhahn oder einen kaputten Vergaser. Es geht um meine Beziehung zu meinem Sohn. Und ich habe dich nicht gebeten, die zu reparieren. Nicht mit Worten. Aber dein Unterbewusstsein hat mir wahnsinnig intensive Botschaften geschickt. Ach, wirklich? Ja? Kannst du mir dann auch verraten, was ich dir in diesem Moment für eine Botschaft schicke? Das schaffst du körperlich überhaupt nicht. Hallo, Wilson. Hallöchen, Nachbar. Wo kommt der Qualm her? Ich röste Onkel Chibo. Ich höre überhaupt keine Schmerzensschreie. Er trägt das offenbar wie ein Mann. Nein, inspiriert von Randys Costa Rica-Ausflug röste ich Kaffeebohnen. Randy fliegt nicht. Wieso nicht? Weil ich ihm gesagt habe, Jill wäre dagegen.
Und deshalb verzichtet er einfach so auf die Reise? Da muss Jill aber wirklich äußerst besorgt sein. Ich habe Randy das bloß erzählt, weil es Jill echt nerven würde, wenn er so weit weg ist. Ich meine, er wäre Thanksgiving nicht bei uns, Weihnachten wäre er auch nicht da, nicht mal wenn der Hotrod fertig ist. Wenn er da unten Geburtstag feiert und ich ein paar Fotos von der Party haben will, muss ich mir eine Ausgabe von National Geographic kaufen. Ich bin noch bei dem... Tim, kennen Sie zufällig das Stück des Autors? Nein, nein. Nein, keine Stücke, kein Ballett, keine Kammermusik. Schluss damit. Ich will Klartext. Ich dachte an Shakespeares Komödie, wie es euch gefällt. In diesem Stück hat die junge Rosalind Angst, dem vornehmen Orlando ihre Gefühle zu offenbaren. Sie kann nur mit dem Geliebten reden, wenn sie sich als Mann verkleidet, als Schäfer Ganymed. Aha. Okay, was hat ein... Transvestite auf Schafe abfährt mit mir zu tun. Nun ja, ich habe die leise Vermutung, so wie sich Rosalind als Ganymed verkleidet hat, so haben sie sich als Jill verkleidet. Ich habe mal ihre Pumps anprobiert. Verdammt nochmal, es war Halloween. Nein, ich meinte, dass sie ihre Gefühle maskiert haben. Ist es wirklich Jill, die sich wünscht, dass er bei der Hot Rod Premiere dabei ist? Aber klar, sie will doch. Soll das heißen, ich hab's ihm ausgeredet, weil es mich quält, wenn er weg ist? Die Antwort weiß nur derjenige, der sich maskiert hat. Na schön, ich geb's zu. Ich hab die Strumpfhose auch anprobiert. Hi. Hi. Ist Randy schon zurück? Nein, ist er nicht. Wenn er wieder da ist, werde ich ihm sagen, ich habe nichts dagegen, dass er nach Costa Rica fliegt. Du kannst ihm auch sagen, dass ich es war, der ein Problem damit hatte. Ich will nicht, dass er ein Jahr lang weg ist. Du hast deine ablehnende Haltung auf mich projiziert. Es wird eine Wahnsinnsbelastung für dich, wenn er fliegt. Du kannst es ihm bloß nicht sagen. Ja, aber du kannst es ihm sagen. Dann sind wir quitt. Nein, das musst du ihm schon sagen. Randy, rate mal, was los ist. Es gibt tolle Neuigkeiten. Hier ist deine Regenjacke und du fliegst nach Costa Rica. Was? Was ist passiert? Red mit dem Botschafter. Ich verstehe das nicht. Tja, das ist eine komplizierte Sache. Oh je, hier, ich brauche ein paar Gurkenscheiben. Weißt du, was das erste war, was du gegessen hast? Da war ich 7 Monate alt. Dann weißt du es also noch. Deine Mom wollte dich mit so einem schlappen Brei füttern, aber ich habe dir eine Bratwurst gegeben. Kein Wunder, dass ich Vegetarier geworden bin. Also, warum darf ich jetzt wieder nach Costa Rica? Das ist kompliziert. Wie kommt's überhaupt, dass du schon 16 bist? Tja, ich bin eines Morgens aufgewacht, war 15 und dachte mir, was soll's, ich werde einen drauflegen. Aber was ist mit Costa Rica? Verdammt, du wirst mir fehlen. Dann, bist du es, der ein Problem damit hat, wenn ich fliege? Ich war nur einmal länger von zu Hause weg, und zwar eine Woche. Ja, ich habe dich im Krankenhaus jeden Tag besucht. Ich komme irgendwie nicht damit klar, dass du einfach so abhaust. Wir beide haben nicht mal die Hälfte von dem geschafft, was wir uns vorgenommen hatten. Was meinst du? Wir haben nie was getunt, nicht mal ein Fahrrad. Hast du vergessen, dass ich der erste 6-Jährige war, der bei einer Geschwindigkeitsübertretung erwischt wurde? Wenn du rechtzeitig abgewogen wärst, hätte der Kopf nichts mitgekriegt. Ja, genau. Wir haben nie über Mädchen geredet. Naja, ich fliege erst am Samstag. Was willst du wissen? Ich blödel gern mit dir rum. Du wirst mir sehr fehlen. Dad, es geht bloß um ein Jahr. Ja, ja. Und wir können telefonieren. Klar. Und wenn du wiederkommst, können wir den Angelausflug machen, den wir vorhatten. Ja, gute Idee. Weißt du... Es erfordert Mut, in ein fremdes Land zu fliegen. Und das auch noch allein. Viele Jungs hätten Angst vor sowas. Naja, wenn ich ehrlich bin, ich habe auch Angst. Ich habe mit ziemlich vielen Leuten geredet, die schon mal da waren, aber... Ich habe keine Ahnung, was da auf mich zukommt. Ja, wenn du irgendwelche Probleme hast, ruf mich jederzeit an. Ich steck dir ein bisschen Kleingeld in die Jacke, okay? Danke, Dad. Ja. Oh Mann, du wirst mir fehlen. Du wirst mir auch fehlen. Das wird bestimmt eine tolle Sache für dich. Du machst das schon. Glaubst du wirklich? Ja. Du hast jede Naturkatastrophe überlebt, die es geben kann. Und zwar hier in diesem Haus.
Letzter Aufruf. Kommt, Kinder, es ist soweit. 557 nach Miami. Tja, das wär's dann wohl. Ja. Ich wünsche dir einen guten Flug, Randy. Danke, Mark. Und das ist das Video, auf dem ich Lauren und dich beim Fummeln gefilmt habe. Du bist ein echt perverser Typ. Aber trotzdem wirst du mir fehlen. Du wirst mir auch fehlen. Du wirst mir nicht so sehr fehlen. Guten Flug, Kumpel. Und rette einen Baum für mich, ja? Wird gemacht. Dad? Ich habe hier ein kleines Geschenk für dich, einen Rekorder. Damit kannst du so eine Art Tagebuch führen. Wir haben schon was für dich aufgenommen, wie zum Beispiel das hier. Creme dich immer ein und schreib uns mal. Sieh nie einem Affen in die Augen. Danke, Dad. Mom? Mir geht's gut, bestens. Ich habe dir was zu essen in den Rucksack gepackt, falls dir das Flugzeugmenü nicht schmeckt. Es gibt Salat oder Karotten, aber du kannst auch mischen, Salat mit Karotten. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Ich wünsche dir viel Spaß und vergiss nicht zu schreiben. Melde dich, wenn du ankommst oder bevor du ankommst. Ich kann ja den Notausstieg aufmachen und was aus dem Flugzeug brüllen. Mal auf, das hilft. Costa Rica ist das mit Abstand stabilste Land in Mittelamerika. Ja, das sagte man auch von Nicaragua. Ich schaff das.